Hallo zu diesem neuen Mini-Vlog hier. Es geht mal wieder um eine Anekdote, was man machen muss, wenn man die spanische Nationalität annimmt. Und zwar brauche ich für das Umstellen einer Sozialversicherungsnummer ein Certificado de Concordancia. Da bin ich jetzt hier gerade hergekommen. Das Ganze sieht aus wie ein Gefängnis. Na, drin war es ein bisschen schöner. Aber ich bin 20 Minuten hergefahren, da wird es wieder 20 Minuten zurück. Und ich habe nichts bekommen. Es steht zwar im Internet teilweise, dass man eine Solicitud EX15 ausfüllen muss. Und dann muss man 7,31 Euro bezahlen auf einer Bank. Also kann man dort auch nicht bezahlen. Somit war ich jetzt ganz umsonst da. Also ja, wirklich kein angenehmer Ort, um hierher zu kommen. Es ist wirklich wie ein Gefängnis, wenn du hier drin sitzt und so weiter. Ja, was soll ich sagen? Ein weiterer unangenehmer Schritt, den du machen musst, wenn du die spanische Staatsbürgerschaft annehmen willst. Denn du musst wirklich deine Sozialversicherungsnummer aktualisieren von der Nähe auf die DNI. Aber teilweise ist es echt das größte, naja, der größte Scheiß eben. Naja, da muss man durch. Jetzt muss ich eben nochmal hin, aber nächstes Mal gehe ich dann woanders hin. Weil eigentlich wollte ich gar nicht hierher kommen, weil das ist hier im Süden von Madrid. Und eigentlich wollte ich nach Pozuelo de Alarcón, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Und da bin ich jetzt hier gelandet. Und naja, dann versuchen wir es eben nochmal. So ist das eben.